das Ding ist ganz schön groß. Das sieht richtig, richtig schwer aus. Also ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich das so ohne Probleme fahren kann. Bin froh, dass es drei Räder hat. Da kann ich wenigstens nicht umfallen. Es ist erstmal deutlich kleiner als ein klassischer Sprinter oder Lieferwagen. Dann hat es dennoch einen Wetterschutz, also ich kann es das ganze Jahr nutzen. Und das Besondere ist, man kann eben den Container hinten auch abnehmen. Und dadurch kann ich das Fahrzeug sehr schnell beladen. Die Einführung war jetzt sehr kurz, aber ich denke, ich kriege das trotzdem hin. Als erstes muss ich hier unten die Schienen rausholen, hat er gesagt. Das Ding hat hier so einen Chip, den halte ich hier dran. Jetzt hat es geklickt, das heißt, ich kann den Container hier jetzt, nachdem ich die Totmann-Bremse betätigt habe, die heißt so, damit sie auch funktioniert, wenn ich unvorbereitet sterben sollte, dann hält das Ding nämlich an. Achso, ich muss dran ziehen, ist ja viel praktischer. Und jetzt ziehe ich das hier raus. Wenn ich jetzt ein Logistikunternehmen habe, dann kann ich also 15 Container vorbeladen und dann kommen die Fahrer, holen die Dinger ab, raufgeschoben, ab die Post. Und vielleicht mache ich auch zwei Touren am Tag, komme also zurück, leerer Container raus, voller Container wieder rein und dann geht's weiter. Es passen 2 Kubikmeter hinten in den Container. Das ist ungefähr ein Viertel von dem, was vielleicht in einem Sprinter normalerweise genutzt wird. Und deswegen brauche ich eben, wenn ich mit solchen Cargo Bikes die gleiche Zustellung machen will, wie mit dem Sprinter, City Depots, wo ich diese Container dann zwischenlade. So, Steve hat mir erklärt, wie das geht. Ich ziehe hier die Bremse und gebe hier Gas wie beim Motorrad. Und wenn ich jetzt die Bremse loslasse, dann fahre ich den Kameramann um. Scheiße. Ey, das geht ja richtig schnell schon hier. 6 km/h, nicht übel. Sobald ich jetzt anfange zu treten, wird es bis 25 km/h. Fühlt sich schon ganz schön schnell an, ehrlich gesagt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man will einfach weitertreten, braucht man aber nicht. Zwischendurch mal einen kurzen Schwung, dann macht er weiter. Ist eigentlich sehr einfach zu fahren. Wenn man sich kurz dran gewöhnt hat, funktioniert es sehr intuitiv. Der Wendekreis ist erstaunlich klein, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dass es so stark um die Kurve geht, dann kommt man echt auf der Straße kurz rum, geht ganz schnell. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die mich ein bisschen dran stören. Das liegt jetzt zum Teil daran, dass wir nicht richtig beladen sind. Dadurch federt der nicht so richtig gut. Das heißt, es holpert ganz schön, vor allen Dingen auf Kopfsteinpflaster. Wenn ich hinten 50, 100 Kilo drin habe, dann wird das natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann liegt da viel satter und dann wird es auch nicht mehr ganz so poltern. Es hat mit einem Akku um die 30 bis 40 Kilometer Reichweite. Man kann aber auch 2 Akkus mitnehmen, hat dann 60 bis 80 Kilometer Reichweite. Und das reicht absolut für eine Tagestour in der Stadt. In der Regel fahren die eigentlich nur 20 bis 30 Kilometer. Und das Besondere ist, man kann den Akku einfach auch rausnehmen und an Tauschstationen tauschen oder an jeder beliebigen Steckdose nachladen. Den Akkustand, den kann man jederzeit hier in seinem Display sehen. Ich habe jetzt noch 72%. Ich sehe hier keine Restreichweite zwar, aber ich weiß, ich komme ungefähr 30 bis 40 Kilometer mit einem Akku. Bei 72% weiß ich, habe ich noch. Der Akku sitzt hier hinten. Den kann man also rausnehmen. Der ist auch schön eingeschlossen. Hier ist also ein Schloss dran. Und ich kann ihn also auswechseln. Ich kann ihn zum Aufladen rausnehmen. Ich glaube, dass Ono Cargo die Idee der umweltfreundlichen letzten Meile im Lieferdienst schon noch mal auf ein anderes Level hebt. Vor allen Dingen, weil es so umgesetzt ist, dass es eben auch für Großkunden interessant ist. Also nicht für den kleinen Kurier, sondern für das große Logistikunternehmen, das hier eine ganze Flotte aufbauen kann. Und ich glaube, gerade im innerstädtischen Verkehr ein guter Schritt auf dem Weg zur CO2-Neutralität.